Heute werden wir zum Attentäter hier in GTA 4 und damit herzlich willkommen, meine lieben GTA-Freunde, zu einer weiteren Folge von GTA 4 im 100% Guide. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir werden heute, wie bereits erwähnt, zum Attentäter, denn wir werden... wo fährst du denn lang? Mann. Ja, denn wir werden heute 9 Attentäter-Missionen absolvieren, die wir für die 100% brauchen. Also diese geben euch dann 2% zur Wertung dazu. Und alle diese Attentäter-Missionen werden wir hier an diesem Telefon beginnen. Und das sind immer unterschiedliche Missionen. Was genau das für welche sind, das werden wir jetzt natürlich nach und nach rausfinden. Auf jeden Fall findet ihr die Attentäter-Mission an dem Telefon hier in Alderney. Also ihr müsst die dritte Insel freigespielt haben. Und direkt hier beim Ammunition, sag ich jetzt mal, ist hier der Auftraggeber, der uns die Missionen immer gibt. Und ich werde es quasi so machen, dass ich die Aufträge annehme und dann nach einem kurzen Cut im Prinzip dann bei der Mission stehe und wir die dann absolvieren, damit das Video jetzt nicht allzu lang geht, denn ich will euch natürlich alle 9 Missionen zeigen und diese könnt ihr dann unten auf den Timestamps jeweils finden. Für die Mission gibt es dann immer Waffen, die euch freundlicherweise, muss man ja sagen, bereitgestellt werden und diese liegen dann hier hinten. Ich werde das bei der ersten Mission zeigen oder beziehungsweise werde ich das bei allen mal einfach mal zeigen, was ihr da bekommt. Los geht es also mit der ersten Mission Migration Control. All right, man, you got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. Begib dich zum Aufenthaltsort der Person. Ja, und ihr lauft einfach hinter diesen Zaun und hier zwischen diesen Paletten findet ihr das Equipment, was ihr für die Mission braucht. In dem Fall brauchen wir eine Schutzweste, sehr, sehr freundlich und sogar einen Raketenwerfer. Okay, das könnte heftig werden, Leute. Dann begeben wir uns mal dorthin. Oberhalb des Booth-Tunnels soll das Ganze wohl stattfinden. Also müssen wir jetzt hier nicht durchfahren. Wahrscheinlich... Oh, der Hubschrauberlandeplatz befindet sich überhalb der Einfahrt zum Booth-Tunnel. Schaltet die Zielperson aus, bevor sie entkommt. Oh, ah! Und jetzt weiß ich auch, wofür wir den Raketenwerfer brauchen. Oder ist es die Person hier schon? Ja, oder? War's das schon? Ja, das war's tatsächlich. Ja. Everything is taken care of. The client will be pleased to hear that. If you want more files, you can reach me on the outside line. Vielen Dank für die Info, das werden wir auch machen, aber erstmal weg hier. Weiter geht es mit der zweiten Mission, nämlich Dead End. All right, brother, I'm in need of a job. I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target is in Alderney City. You're being relied on to eliminate it. Begib dich wieder zum Aufenthaltsort und jetzt bin ich mal gespannt, was ich dafür brauche. Oh, Granaten brauche ich dafür. Also wieder eine explosive Sache. Wobei ich ehrlich gesagt denke, dass ich jetzt gerade bei der letzten Mission eigentlich hätte warten müssen, bis er im Heli sitzt. Weil umsonst habe ich bestimmt nicht den Raketenwerfer bekommen, aber gut, dann haben wir es halt früher gelöst. Auf zur Zielperson. Stelle die Zielperson und schalte sie aus. Ah, okay. Das heißt... Oh, Gott! Gott! Oh, shit, ja, ich wollte... Achso, ich kann jetzt so die Granaten verwenden, oder was? Okay, das könnte fies werden. Ich habe noch nie mit einer Granate geworfen. Oh Gott! Oh Gott! Ich steig mal lieber aus. Das hat mich jetzt ein bisschen leicht überfordert, Leute. Ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. So, haut ab hier, ihr Penner. Ich
brauche mal eine richtige Knarre hier. Shit. So, jetzt aber. So, und du bist noch am Leben, oder was? Nicht mehr lang, mein Freund. So geht das. It is now time to collect from the client. Right on, brother. I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hard line. Die dritte Mission erwartet uns und es ist Taken Out. I'd like some work, my friend. You got anything? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target is in a car. They're moving around Alderney. Take them out. Oha, also müssen wir jetzt jemanden ausschalten, der rumfährt. Also wird es Zeit für ein kleines Drive-By, ja, und deswegen bekommen wir auch eine MP5. Das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Na dann, los geht's. Stoppe den Konvoi. Ja, ich hoffe mal, dass mein Auto das noch durchhalten wird. Ihr seht, das ist äußerst demoliert, das gute Stück. Aber Leute, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich bin guter Dinge mit der MP5. Also es kommt erstmal drauf an, wie lang der Konvoi ist und was für Kannen da auf jeden Fall sind. Oh, eine Limo und zwei Autos, okay. Ja, dann ballern wir einfach mal. Oh! Ja, direkt erstmal einen hochgejagt. Shit, ich brenne! Verdammt! Steig aus! Okay, dann kommt jetzt der Raketenwerfer zum Einsatz. Nice! I baked the bread for you, my friend. Right on, brother. I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hard line. Also irgendwie machen wir die Mission schon ein bisschen Spaß. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde die mega. Weiter geht's mit der nächsten Mission. Wenn der mich nicht überfahren würde. Ganz klasse von dir. Aber jetzt. Bailing out for good. Hey, you got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. There's some heat on this one. The target is at the police station in Leftwood. Oh Mann. In einem Polizeirevier? Habt ihr eine Macke? Ja, was kriegen wir denn erstmal für Knarren? Ohne M4, das bedeutet, dass es echt heiß wird, wie er gesagt hat. Na dann mal ab zum Polizeirevier. Schaltet die Zielperson aus, die das Polizeirevier verlässt. Okay, soll ich das mit einem Scharfschützengewehr machen? Wir machen es einfach mal damit, auch wenn wir die M4 erhalten haben, aber so können wir natürlich wesentlich besser ziehen und goodbye. It is now time to collect from the client. The client will be pleased to hear that. If you want more files, you can reach me on the outside line. Eine Mission, nämlich Water Hazard, haben wir bereits im Haupt-Let's Play absolviert. Und dies werde ich jetzt ebenfalls einmal reinschneiden. Da wir logischerweise diese jetzt nicht mehr machen können. Und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Mission wieder. Hello. I'm a friend of Phil's. Nico Bellic. I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. You get me, brother. I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. The target's on a boat trip in the canal between Tudor and Actor. Make sure they don't come back.
Begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Und eine SMS haben wir auch bekommen. Schalte die Zielperson aus. Aber das ist ja echt cool gemacht. So, und da hatten wir irgendwo Waffen hinterlegt. Ich meine, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Weil wir werden den auch so killen. Nämlich so. I baked the bread for you, my friend. Righteous. I'll get our payment. Contact me on the outside lines for more jobs. Und weiter geht's zur nächsten Mission, nämlich der Relict Target. I'd like some work, my friend. You got anything? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. It's three men. They've been lured to an old building in Alderney City. Finish them there. Das klingt doch ganz stark nach einem Scharfschützengewehr, oder? Habe ich recht? Oh nein, eine M4. Also werden ja auch wieder unzählige Lakaien mich erwarten. Und es wird brenzlig werden. Schalte die Zielperson aus. Hier befinden die sich wohl. Ah, einen sehe ich ja schon mal. Und den machen wir auch gleich mal mit dem Scharfi kalt. Mist. Den habe ich leider nicht erwischt. Aber da kriegen wir. Oh, hier ist Nummer 2. Da übelst viel aushält. Was ist bei dem los? Ah, jetzt ist er down. Okay. Entweder das war ein Bug oder ich weiß auch nicht. Holy shit. Ja, wo läufst denn du hin? Ah nein, da ist gar nicht bewaffnet. Okay. Leute, Beschix ist da, also raus mit euch. Na, ist er hier? Ja, hier ist zumindest einer, aber das war er nicht. Da muss noch eins weiter oben sein. Oder sogar noch ein... Noch ein Stock weiter oben. Shit! Okay, hier. Wo, wo? Hier. Boah, ist der echt ganz oben? Krass. Wie viele Stockwerke hat denn das Gebäude? So, komm schon, komm schon. Ah, ja. Oh Gott! Ey, noch eins weiter oben. Heftig. Aber jetzt hier auf der Etage ist er. Und da ist er. Der Kollege. Everything is taken care of, brother. Right on, brother. I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hard line. So, mein Freund, du ballerst nicht mal weiter. Die nächste Mission heißt Industrial Action. All right, brother, I'm in need of a job. There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. You need to eliminate three targets at the refinery in the Actor Industrial Park. Okay, also wird er wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie der letzte Job. Denn wir bekommen... Nein, wir bekommen ein Scharfschützengewehr. Das freut mich natürlich wirklich sehr. Da können wir dich schön aus der Ferne ausschalten. Okay, wir sind hier am Industriepark. Und wo sind denn diese Leute? Ich fahre einfach mal rein. Es sind auf jeden Fall jede Menge. Ah, oh, sag mal jetzt nicht, die sind alle hier oben, oder? Wir ziehen mal nach oben.
Aber ich sehe ja kein Schwein. Ah, doch, hier oben. Einen zumindest hätten wir. Aber wo sind die anderen? Okay, Leute, ich glaube, wir fahren mal hier vor. Sind alle hier? Das heißt, wir können hier irgendwo hoch. Die wollen zumindest auf mich ballern. Ja, toll, habe ich ja schön getroffen. So, Nummer 1. Da war doch gerade auch einer, oder? Ah, hier sind sie. Sehr schön, den haben wir schon mal. Oh, die haben sogar alles. Ein Scharfschützengewehr, wie ich das sehe. Na komm. Roll nicht nach unten, Mann. Ja. Wo sind die anderen? Ich denke mal, ich muss hier hochgehen. Dann schnappe ich mir mal lieber eine M4. Aha. Boah, die sind ja sogar alle auf der Treppe. Okay, ja, das war jetzt easy. Wir gehen aber mal trotzdem hier hoch. Weil ich doch vermute, dass wir hier... Ach nee, die sind sogar bestimmt alle hier auf dem Dach, oder? Ah, ja, drüben sind sie. Oder? Nein, hier nicht. Aber ich sehe die auch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Komm, ich mach mal hier hoch. Auf jeden Fall finde ich es auch cool in den Missionen, dass man immer andere Locations hier sieht irgendwie. Ah, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Hier ist noch einer. Und der andere ist bestimmt auch irgendwo dort. In irgendeinem Rohr bestimmt. Machen wir nochmal eine hoch. Ah, wir sind zumindest auf derselben Ebene. Ja. Und hier ist er. I baked the bread for you, my friend. Right on, brother. I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hard line. Das mache ich doch gern. Also, bis gleich. Ab zur nächsten Attentatsmission. Are you be down? All right, man. You got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target's over in the Actor Industrial Park. Make this quiet. Unauffällig erledigen, aber das ist doch auch derselbe Ort, wo wir gerade waren, oder? Täusche ich mich da? Vor allem unauffällig mit einer Granate. Ist klar. Okay, dann schauen wir mal, was zu tun ist. Schaltet die Zielperson aus. Aha. Oder man kann nicht vielleicht sogar mit ganz viel Übung, Zielübung die treffen. Nein, schade. Aber wir haben ja noch einen Schuss mit einem Raketenwerfer. Oh, nice. Ja, Leute, so muss das sein. Shit, deine flieht. Deine flieht, deine flieht. Come on. Ah, oh, der verbrennt schön. Ja, komm, ich erlöse dich von deinen Leiden. Verdammt, aber wie hat er es geschafft, da zu entkommen bei der Explosion? Ja, mir egal. Den erledigen wir schon. Wo ist er hier vorne? Ah, mit einer Sanchez ist es natürlich wesentlich besser hier zu fahren. Als wie mit einem Sentinel, den wir haben. Komm schon, Nico, den hast du. Ja, Fahrer ist down, Beifahrer ebenfalls. Sehr schön. Tell the client that they don't need to worry. Right on, brother. I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hard line. So, jetzt ist er aber down.
Und die nächste Attentatsmission ist Hook, Line and Sinker. Hey, brother, is there anything that needs to be handled? There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Take it out. Endlich wird es mal spannend. Auf einem Boot ist die nächste Zielperson. Und mit einer MP5. Das heißt, wir müssen sogar auch Boot fahren wahrscheinlich. Das ist ja cool. Ich glaube, wir sind gleich am Zielort. Zumindest sieht es stark danach aus. Finde einen Weg, um an die Zielperson ranzukommen. Ja, und da passt dieses kleine Bootilein natürlich perfekt hinein. Und ich denke mal, hier vorne ist dann die Zielperson. Ah, endlich Boot fahren. Dann steig mal ein, mein Lieber. Und ab geht's. Mit dem Tropic. So, und flüchtet er jetzt oder was macht er? Na los, Freundchen, komm. Stelle die Zielperson. Ja, tatsächlich flüchtet er. Aber wir wissen auch beide, dass du keine Chance gegen mich hast. Na los. Nico hat sein Zielwasser getrunken. Das steht fest. Jawohl, ja, da. Oh, was? Noch ein Abschlussschutz. Schutz. Oh, oh, weg. Tell the client that they don't need the word. You've done good, brother. Cleared a lot of files from my desk. Can't use you no more, though. A man loses taste with this kind of work after a time. I can't run that risk with a partner. I understand. This is not the type of thing you want to develop a taste for. Be cool, brother. Keep your senses alert and you might make retirement. Not many in this game cross that line. So long. Ja, und das war der Abschiedssatz. Damit sind jetzt die Attentatsmissionen vorbei und ihr habt 2% bei eurem Spielstand erhalten. Leute, falls euch dieser Part gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr ein Like auf Devs. Was machst du hier? Ein bisschen Yoga oder was? Ja, wenn ihr ein Like bei dem Video hinterlasst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, euer Bashix.